Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kelea Podcasts. Ich sitze hier heute mit der wunderbaren Michaela Weber, die gemeinsam mit ihrem Mann Manuel das Programm Richtig Helfen gegründet hat, wo man sowohl online als auch vor Ort Erste Hilfe fürs Kind lernen kann. Und wir sprechen heute grundsätzlich zum Thema Erste Hilfe am Baby und Kind, alles, was man so wissen muss. Und damit übergebe ich auch gerne direkt an Michaela. Stell dich doch gerne einmal kurz vor. Hallo, ich bin die Michaela von Richtig Helfen. Ja, ich bin zertifizierte Erste-Hilfe-Ausbilderin, habe den Zusatz Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Das heißt, ich bin spezialisiert auf Kind und Säugling. Genau, wir machen hier Kurse vor Ort in Bayern und wir haben auch unseren Online-Kurs Erste Hilfe am Kind und Säugling. Und wir sprechen heute, weil ihr auch jetzt in der Kelea Mama App zu finden seid mit eurem Erste-Hilfe-Kurs, sodass auch alle unsere Kelea-Nutzerinnen das nutzen können. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du einmal erklärst, was ist denn grundsätzlich Erste Hilfe für Kinder und was ist daran auch vielleicht anders als Erste Hilfe für Erwachsene? Also Erste Hilfe am Kind und Säugling oder Kinder, sage ich jetzt mal, da ist der Unterschied zum Erwachsenen, dass man vieles vorher noch gar nicht gehört hat. Es unterscheiden sich auch in den Maßnahmen die Handgriffe von Kind zum Erwachsenen. Das ist schon mal der Unterschied. Es sind nicht nur kleine Menschen, es sind einfach Kinder. Das heißt, es ist wirklich ganz was anderes. Und es gibt einfach Krankheitsbilder oder Symptome, die ich beim Erwachsenen einfach gar nicht so habe. Also Kinder ist noch mal ganz speziell was anderes. Vielen Dank für die Einführung. Was sind denn die ersten drei Grundsätze für die Erste Hilfe an Kindern? Wichtig ist einfach, dass man was tun kann, bis der Rettungsdienst kommt. Der Rettungsdienst dauert so circa 12 Minuten, bis er vor Ort ist und das heißt, die Zeit muss ich gut überbrücken können. Ich finde es wichtig, dass ich schon weiß, was es sein könnte, dass ich meinem Kind helfen kann in dieser Zeit. Das heißt, so ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind-Säugling ist immer wichtig, dass ich den mache, bevor ich einen Notfall habe. Also, dass ich wirklich richtig handeln kann, schnell handeln kann und auch sicher handeln kann. Also die drei Grundsätze sind richtig schnell und sicher handeln. Und wie ist es denn, kann ich denn auch was falsch machen, wenn ich Erste Hilfe leisten möchte? Nein, man kann nie was falsch machen. Hauptsache, man hilft. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch nicht nur am Kind und Säugling, sondern auch am Erwachsenen ist es in Deutschland so und so Pflicht, Erste Hilfe zu leisten. Das heißt, es ist wirklich super wichtig, dass wir was tun. Okay, und wie ist es denn, manchmal habe ich ja einfach Angst, denn vielleicht Erste Hilfe sieht dann vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen rabiat aus oder man muss da ganz doll eingreifen und ich habe vielleicht Angst, meinem Kind weh zu tun. Wie verhält es sich denn damit? Also Erste Hilfe, klar, das ist auch immer ein Thema, wo man sich denkt, oh Gott, kann ich was falsch machen? Kann ich denn was schlimmer machen? Aber es ist tatsächlich so, dass man nichts falsch machen kann. Das ist auch in meinen Kursen immer ganz wichtig, dass ich rüberbringe, dass es wichtig ist, dass ich was mache und nicht nur daneben stehe. Und man kann wirklich nichts verkehrt machen, wenn man einfach hilft. Und welche Arten von Erste Hilfe gibt es denn und worauf muss ich vielleicht achten, wenn ein Kind Erste Hilfe braucht? Also es gibt verschiedene Maßnahmen, sage ich jetzt mal. Ja, zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass wenn ein Kind bewusstlos ist, dass ich ein gewisses Schema abarbeite, dass ich schaue, ob es atmet oder nicht und somit kann ich in diesen 12 Minuten, bis der Rettungsdienst kommt, ungefähr, sage ich jetzt mal, das sind nicht immer 12 Minuten, aber halt im Schnitt, dass ich da einfach alles raushol, sage ich jetzt mal, dass das Kind am besten versorgt ist in dieser Zeit. Und das kann ich machen, wenn ich zu Hause bin, vor Ort oder wie auch immer. Deshalb auch im Notfall immer die 112 anrufen und nicht irgendwie selber fahren. Vielleicht gehen wir einfach mal da rein, dass man das so ein bisschen greifbarer hat, was es so grundsätzlich für Kindernotfälle gibt. Was sind denn so die häufigsten Notfälle und vielleicht dann auch gleich ein paar Beispiele, was ich da dann machen kann? Also es gibt viele Sachen, die hat man als Elternteil vorher noch nie gehört. Das ist zum Beispiel der Fieberkrampf. Jetzt ein Beispiel, kommt zwar nicht so oft vor, aber immer mal wieder und die Eltern sind da tatsächlich ziemlich geschockt, wenn die das vorher noch nie gehört haben. Es kann nämlich sein im Kindesalter,
dass Kinder einen Krampfanfall erleiden durch zu schnell ansteigendem Fieber. Das heißt, die krampfen dann so richtig, sind nicht ansprechbar, wir können sie aus dem Zustand nicht erwecken. Es schaut ganz furchtbar aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist es einfach wichtig, dass ich schnell und sicher handle und tatsächlich auch vorher schon weiß, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Das ist, sag ich immer, die halbe Miete. Das heißt, ich schaue, dass sich das Kind in der Situation nicht selber verletzt. Wir unterpolstern den Kopf, wir tun alle Gegenstände außenrum weg, wir rufen die 112 an und der Krampfanfall wird so circa 3 bis 4 Minuten dauern. Das ist relativ lang, wenn man daneben hockt und zuschaut. Und nun folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Heute für IKEA. IKEA ist eine weltweite Möbelmarke, die Menschen in aller Welt mit erschwinglichem Design und Komfort versorgt. Die Vision? Vielen Menschen einen besseren Alltag zu Hause ermöglichen. Wie zum Beispiel mit der Wiehalt-Serie, den cleveren Stauraumlösungen für das Wohnzimmer. Denn im Leben mit Kindern geht es oft auch im Wohnzimmer chaotisch zu. Hier wird getobt, gespielt, gebastelt und gekuschelt. Da braucht es gute Ideen und Lösungen, um alles schnell und richtig zu verstauen. Multifunktionelle Möbel wie die der Wiehalt-Serie sind ja perfekt. Und diese besonders auch für kleine Räume oder ungünstige Ecken geeignet. Lass ganz einfach das Spielzeug deiner Kinder hinter Türen oder in Körben verschwinden und stelle deine Lieblingsvase trotzdem zur Schau. Vielseitige Regale, ein multifunktionaler Couchtisch mit Rollen und stilvolle Elemente wie Boxen oder Körbe verwandeln das Kinderparadies abends ganz einfach in deinen Wohlfühlort. Und da auch das Sofa im Dauereinsatz ist, sind flexible Sofakombinationen und wechselbare Bezüge eine gute Idee. Mit dem Jettebo-Sofa kannst du zum Beispiel aus verschiedenen Sitzelementen, Armlehnen, Rekamieren und Hockern die perfekte Sofalandschaft gestalten und zudem noch Spielzeug ganz schnell verschwinden lassen. Die Bezüge vieler Sofas von IKEA lassen sich einfach abziehen und reinigen oder auch tauschen. So hat man lange Spaß an seinem Familiensofa. Die Jettebo- und Söderham-Sofas sind nur zwei Beispiele. Die ganze Auswahl findest du auf ikea.de. Inspiriert durchs Leben. IKEA. In dieser Zeit bekommen die aber genug Luft, das heißt die Sauerstoffversorgung ist da und ich muss in dieser Zeit nichts machen. Auch die krampfenden Körperteile nicht festhalten, wie früher auch nichts mehr zwischen die Zähne und tatsächlich einfach krampfen lassen. Bis der Rettungsdienst kommt und da fahren wir dann mit. Und wie ist es, also das sind ja, dann sage ich schon mal so Ausnahmesituationen, dass das passiert, auch wenn es natürlich häufiger passiert, als man denkt. Aber es gibt natürlich auch, ich kenne das jetzt als junge Mama, im Alltag Situationen, in denen man dann vielleicht ein bisschen Angst bekommt, zum Beispiel wenn das Baby das erste Mal feste Nahrung isst oder so. Wie verhält es sich denn, wenn mein Baby sich verschluckt zum Beispiel? Das ist vielleicht was, was ein bisschen häufiger vorkommt. Genau, Verschlucken ist ein großes Thema in der ersten Hilfe, besonders bei Kindern. Wenn sie anfangen mit Beikost und so weiter, haben die Eltern natürlich auch Angst, dass irgendwas passiert und Kinder verschlucken sich nun mal auch sehr gerne. Wenn sie noch husten, sage ich jetzt mal, ja, ist das kein Drama, dann kann das Kind den Fremdkörper in der Lunge gut abhusten. Ja, schlimm wird's eben, wenn sich ein Kind so verschluckt, dass das Lebensmittel oder Getränke, Brei, wie auch immer, ist egal, nicht in die Speiseröhre geht, sondern versehentlich in die Luftröhre. Das macht dann wirklich luftdicht zu. Die Kinder bekommen keine Luft, können nicht husten, genau, können nicht schreien, können nicht atmen. Und das ist wirklich ein absoluter Notfall, wo ich innerhalb von wenigen Sekunden reagieren muss. Das Erste wäre immer, dass ich das Kind nehme und den Oberkörperkopf nach unten nehme. Und den Kopf aber auch festhalte, beim Säugling machen wir das im Fliegergriff und bei den größeren Kindern übers Knie legen und wirklich hinten zwischen die Schulterblätter mit der flachen Hand reinhauen, sage ich jetzt mal. Es gibt beim Säugling und dann später ab dem ersten Geburtstag auch noch 2 andere Maßnahmen, die ich dann machen kann, wenn das Klopfen eben nicht hilft. Das wären die Oberbauchkompressionen. Das zeige ich alles im Online-Kurs genau. Hier ist es aber wirklich so, wenn in den ersten Maßnahmen der Fremdkörper nicht rauskommt, brauche ich die 112. Aber es
wenn ich weiß, wie ich da reagieren muss in diesen paar Sekunden, Minuten, kommt dieses Ding raus. Also das schaffen wir auf jeden Fall mit den Maßnahmen. Natürlich muss man sich so ein paar Regeln halten, so kleine runde Sachen gibt man Kindern bis zum dritten Geburtstag nicht zum Essen. Es sind die Nüsse, es ist die Weintraube, die Heidelbeere. Super gefährlich sind auch, wenn man Kindern mit Tempo-Päckchen oder besser gesagt Taschentuchpackungen spielen lässt, dass die Lasche abgeht und die Kinder das versehentlich einatmen. Das sind alles so Sachen, die super gefährlich sind. Aber wenn ich das im Vornherein weiß, kann ich das natürlich vermeiden. Ich meine, Prävention ist auch da immer noch die beste Hilfe. Man möchte ja gar nicht erst in so eine Situation kommen. Und wie ist es denn zum Beispiel, ich meine, Kinder nehmen alles in den Mund und zwar mit Vorliebe, egal ob sie das jetzt sollen oder nicht. In welchen Momenten sollte ich denn vielleicht Angst haben, dass es dann auch zu einer Vergiftung kommt oder so, wenn sie was gegessen haben, was sie jetzt nicht essen sollten oder was in den Mund genommen haben? Auch wenn ich natürlich als Mama immer mein Bestes gebe und Sachen außer Reichweite stelle, wenn mir schon vorher bewusst ist, dass sie vergiftet werden, was mache ich denn in dem Fall, dass es dann doch mal vorkommt? Ist tatsächlich relativ häufig. Kinder essen alles, stecken in den Mund. Es ist wirklich egal. So die häufigsten Sachen ist Duschgel, Shampoo, Spülmittel. Prävention haben wir schon geredet. Ist immer super wichtig, dass ich das alles außer Reichweite stelle. Trotzdem passiert es einfach. Ich bin ja selber Mama. Ich weiß, wie das ist. Da kommt man gar nicht drauf. So, dann machen die Kinder irgendwas. Von daher, wenn das jetzt passiert, ist es wichtig, dass man niemals Erbrechen auslöst und man gibt dem Kind jetzt auch erstmal nichts zum Trinken oder irgendwelche anderen Maßnahmen, sondern bevor wir irgendwas machen, rufen wir die Giftinformationszentrale an. Die gibt es mehrmals in Deutschland. Zum Beispiel, ich bin hier in Bayern, ist es die 089 19240. Es gibt auch Berlin, das ist dann die andere Vorwahl für Berlin, 030 19240. Die rufe ich dann an, die sind Tag und Nacht da und dann frage ich eben, was ich machen soll. Wie zum Beispiel, hallo, mein Kind 2 Jahre hat Shampoo getrunken, was soll ich jetzt machen? Oder ganz häufig auch, Kind hat Zigarettenstummel am Spielplatz gelutscht. Kommt vor. Kind hat, was auch oft vorkommt, Klostein gegessen. Ja, hat den Klodeckel aufgemacht, hat Klostein gegessen. Also das ist wirklich Standard fast jeden Tag bei der Giftinfo. Von daher immer dort anrufen, dann können die genau sagen, was man machen muss, ob man was machen muss, ob was passiert ist. Da kriegt ihr die genaue Info und die Anleitung, wie es weitergeht. Ich meine, als Mama, da musste ich gerade sehr mitlachen, weil ich all diese Situationen schon kurz mal verhindert habe. Vor allem hier in Berlin auf den Spielplätzen finden die Kinder ja einiges, was sie dann so in den Mund nehmen wollen, leider. Aber wenn man da hinterher ist, dann kriegt man es meistens hin. Und wie ist es denn, das ist jetzt ja vor allem im Spätsommer dann auch manchmal ein Thema oder im Herbst mit Insektenstichen. Woran erkenne ich denn, ob ich da aufpassen sollte, ob das außerhalb der Norm ist oder ob es halt einfach nur ein Insektenstich ist, den man dann in Ruhe lassen muss? Ein Insektenstich jetzt nur durch Mücke oder sowas ist natürlich nicht gefährlich. Viele Kinder reagieren aber da extrem drauf und es entzündet sich, es wird rot, es wird dick. Das ist jetzt aber noch kein Drama, sage ich jetzt mal. Da kann man gut auch mit homöopathischen pflanzlichen Mitteln arbeiten. Ich empfehle da immer Apis Globuli und das Comedoron-Gel zum Beispiel. Wenn es durch Wespe oder Biene ist, tut es weh. Die Kinder werden schreien, die werden sich beschweren und ich sage immer zu Recht, ja, weil es einfach weh tut. Dann bitte kühlen. Die halbe Zwiebel ist gut, obwohl man da wieder bei den Kindern aufpassen muss, dass sie nicht hinlangen und dann im Auge verteilen. Ja, für unterwegs empfehle ich da auch immer die Sofortkältekompresse, die ist super immer dabei. Wo es halt gefährlich wird, muss man sagen, ist, wenn ich merke, es passt irgendwas nicht, das Kind hat vielleicht doch eine allergische Reaktion. Das würde sich so bemerkbar machen, dass das Kind entweder anfängt, sich extrem zu räuspern, zu hüsteln, dass man merkt, es tut sich da was, es schwillt vielleicht was an im Mundrachenraum oder man sieht, auch wenn der Stich
Das muss nicht im Gesicht sein, dann schwellen die Augen an, die Lippen und so weiter. Das ist alles ein Notfall, da rufen wir bitte sofort die 112 an. Was noch ein Notfall ist, ist Wespen- oder Bienenstich im Mund-Rachenraum. Alles, was von den Lippen nach innen geht, ist lebensbedrohlich und ich muss sofort die 112 anrufen, auch beim Erwachsenen. Bis die kommen, bitte von außen kühlen am Hals und wenn die Kinder, wenn es geht, kalte Getränke, Eis essen lassen. Gut zu wissen. Jetzt nochmal zu einem Thema, was vor allem auch für mich als Mama natürlich die absolute Albtraumsituation ist. Was mache ich denn, wenn ich in die Situation komme, dass mein Kind einen Herzstillstand hat? Ein Herzstillstand ist tatsächlich jetzt erstmal schwierig festzustellen, sage ich jetzt mal. Wenn aber jetzt irgendwas passiert ist, durch das mein Kind jetzt bewusstlos geworden ist. Ja, das heißt Herzstillstand, Ersticken oder ich glaube, die größte Angst bei uns Eltern ist ja immer auch der plötzliche Kindstod oder dass man ans Bettchen geht und merkt, es stimmt irgendwas nicht. Also die Bewusstlosigkeit ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Und in der ersten Hilfe ist es tatsächlich völlig egal, durch was das gekommen ist. Wenn ein Kind bewusstlos ist, machen wir immer das gleiche Schema. Wir legen es auf dem Rücken auf den Boden. Bei den Säuglingen nur ein bisschen den Kopf überstrecken, das nennt man Neutralstellung, Schnüffelstellung. Und bei den Kindern ab dem ersten Geburtstag richtig den Kopf nach hinten überstrecken. So geht die Zunge immer nach vorne. Dann kontrolliere ich, ob das Kind atmet oder nicht. Man geht da tatsächlich nur noch über die Atmung und nicht über den Puls. Macht man nicht mehr in der ersten Hilfe. Wenn die Kinder in der Situation atmen und sie sind bewusstlos, lege ich sie in die Seitenlage. Ja, natürlich müssen wir die 112 anrufen. Wenn die Kinder nicht mehr atmen, nicht mehr normal atmen, nur noch röcheln oder ich als Mama, Papa nicht weiß, oh Gott, was ist das jetzt für eine Atmung, machen wir immer die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ich kann damit nie irgendwas verkehrt machen. Ich sage immer in meinen Kursen, lieber mache ich das, bevor ich irgendwas verpasse. Ich kann da auch ein schlagendes Herz nicht aus dem Rhythmus bringen. Ich kann eine Atmung damit nicht unterbrechen. Von daher lege ich da los mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Bei den Kindern pusten wir als erstes Mal 5-mal rein und dann machen wir weiter mit 30-mal drücken, 2-mal pusten, 30-2, 30-2, 30-2, bis der Rettungsdienst mich ablöst. Ich höre dazwischen nicht auf, nur wenn mein Kind aufwacht und wieder bei Bewusstsein ist. Ansonsten bitte durchziehen ohne Pause, bis der Rettungsdienst eintrifft. Es gibt ja sicherlich auch eine Eselsbrücke, wie ich das richtig mache, denn wenn ich da sitze und in der Panik bin, dann habe ich natürlich große Angst, es falsch zu machen. Es geht ja auch um alles in diesem Moment für mich. Gibt es da eine Eselsbrücke, wie ich das richtig machen kann? Also es ist tatsächlich, glaube ich, immer wichtig, dass ich regelmäßig mich fortbilde. Das glaube ich, dass ich das nie so vergesse. Wichtig ist einfach, dass ich weiß, dass Drücken das Wichtigste ist. Falls ich dieses Schema mir in dem Moment vergessen habe mit den Beatmungen und was weiß ich, ist es wichtig, dass ihr drückt. Eine Druckmassage ausführt im Rhythmus von verschiedensten Liedern. Man kann singen. Staying Alive, Hey Pippi Langstrumpf, das ist alles der Rhythmus, dass ich 2-mal pro Sekunde drücke. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste und das darf ich auch nicht vergessen und einfach machen. Gibt es auch irgendwelche Sachen, also grundsätzlich ist es natürlich so, lieber helfen als nicht zu helfen, aber gibt es irgendwelche Sachen, die ich als Ersthelfer nicht machen darf? Man muss natürlich immer schauen, dass man sich selber nicht in Gefahr begibt. Das ist in der ersten Hilfe leisten oberste Regel. Ich glaube, heute sind wir hier zusammen, um unsere eigenen Kinder oder auch Kinder von Freunden und so weiter erste Hilfe zu leisten. Ich sage jetzt, glaube ich, da weiß ich, die Kinder sind gesund, da kann ich jetzt helfen, ohne dass ich irgendwie Angst habe. In der Freizeit oder halt einfach bei fremden Menschen muss man schon auf den Eigenschutz achten, Handschuhe immer anziehen, eine Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase-Beatmung oder überhaupt die Beatmung nur mit einem Beatmungstuch durchführen. Nicht mit irgendwelchen Tempos, Sonstiges, was man schon mal gehört hat, sondern tatsächlich mit einem Beatmungstuch.
dass man sich einfach selber nicht in Gefahr begibt und da auch abgesichert ist für einen selber. Wenn ich das nicht da habe, dann bitte nur auf die Druckmassage konzentrieren. Okay, und wie ist es, wenn ich mit meinem Kind zusammen unterwegs bin und dann merke, dass ich bei jemand anderem Erste Hilfe leisten muss? Gibt es in der Situation was zu beachten? Du hast als Mama immer die Aufsichtspflicht. Was du auf jeden Fall machen kannst in dem Moment ist, dass du trotzdem für dein Kind da bist. Also du kannst es nicht einfach stehen lassen und gehen, das geht nicht. Mein Kind ist jetzt 11 Jahre alt. Ich glaube, da würde es funktionieren, wenn ich sage, du bleibst da stehen und ich gehe dahin. Bei den kleineren Kindern geht es nicht. Du müsstest dich dann darauf konzentrieren, die 112 anzurufen, also den Notruf abzusetzen und weitere Helfer zu organisieren. Okay, und vielleicht schlagen wir jetzt nochmal den ganz großen Bogen dazu. Es sind ja so viele Themen, über die wir jetzt schon, die wir angerissen haben und die man aber noch viel mehr in der Tiefe lernen kann. Kann ich das denn online lernen? Also wir bieten das ja beide online an, aber vielleicht fragen sich die Zuhörerinnen, ob man das überhaupt online lernen kann. Ich finde, es gibt bei beiden Varianten Vor- und Nachteile. Ich finde den Online-Kurs super, weil es einfach viele Eltern gibt, die keine Zeit haben, einen Präsenzkurs zu besuchen. Es gibt auch viele Mamas, die liegen nur in der Schwangerschaft. Und bei unserem Online-Kurs ist es einfach so, dass ich alle Themen, die ich sonst im Präsenzkurs zeige, auf Video aufgenommen habe. Das heißt, ihr könnt diese Lektionen so oft, wie ihr wollt, anschauen und wiederholen. Und das finde ich eine super Sache, weil ich dadurch einfach einen riesen Lerneffekt habe, wenn ich mir das so oft anschaue, bis ich selber merke, ah, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es drin, jetzt habe ich es verinnerlicht und ich kann immer wieder reinschauen. Das heißt, wenn ich mit meinem Kind jetzt mit der Beikost starte und ich bin verunsichert, schaue ich mir das wieder so oft an. Beim Präsenzkurs ist es natürlich so, dass ich die an den Puppen üben kann und so weiter. Das hätten wir aber beim Online-Kurs auch, weil wir auch gerne so Säuglingspuppen verschicken zu euch. Und für die, die jetzt nach der Episode noch nicht davon überzeugt sind, warum ist ein Erste-Hilfe-Kurs so wichtig? Warum sollte ich ihn vielleicht auch immer wieder auffrischen? Ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind-Säugling ist wichtig, dass ich schon weiß, was passieren kann. Das habe ich ja vorher, wenn ich nicht Mama, nicht Papa bin, nicht Oma, Opa, mich damit nicht beschäftigt. Ja, ich bin halt beruflich dabei, aber viele Menschen machen zum letzten Mal einen Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs und da wird das Kind auch gar nicht angeschnitten von den Themen her. Und es ist einfach sinnvoll zu machen, dass ich einfach weiß, was es überhaupt alles gibt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich nicht Mama bin, noch nie gehört, dass es einen Pseudokrupp gibt, dass es einen Affektkrampf gibt, dass es einen Fieberkrampf gibt, was ich mache beim Verschlucken, weil das passiert Erwachsenen eher selten. Was mache ich, wenn das Kind Hochfieber hat? Also, dass ich da einfach vorweg schon mal weiß, ah, okay, das und das und das und ich habe das schon mal gehört. Also ich glaube, auch hier von meiner Seite nochmal, es ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, sich vorzubereiten. Und dann kann man sich auch sicherer mit seinem Kind Vergnügen, Spaß haben, weil man einfach weiß, wenn was passiert, dann bin ich vorbereitet und kann helfen. Und das nimmt einem, finde ich, zumindest war es bei mir so, gibt es einem die Möglichkeit, dass man unbeschwert den Alltag mit den Kindern genießen kann, weil man nicht die ganze Zeit da sitzt und denkt so, oh Gott, wenn das jetzt passiert, weiß ich gar nicht, was ich machen muss. Und dann hat man Angst, beispielsweise Essen zu geben, sondern wenn man das gut vorher gelernt hat, dann fühlt man sich wohl mit der Situation und kann da sicher reingehen und dann in den meisten Fällen passiert ja auch nichts. Die Kinder sind ja sehr robust. Die meisten, wenn sie sich verschlucken, husten sie es einfach sofort wieder raus. Es ist bei den wenigsten Fällen dann so, dass tatsächlich was los ist und so kann man den Alltag dann einfach unbeschwert gemeinsam genießen, wenn man weiß, als Mama oder als Papa stehe ich da und kann gut für mein Kind sorgen, sollte mal was passieren. Genau, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Wir werden tatsächlich auch noch eine weitere Episode aufnehmen, wo wir darüber sprechen, was ihr alles in eurer Hausapotheke haben solltet, wenn ihr Eltern werdet. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kelea Mama App?
Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea-Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.